Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es relativ kurz machen. Als ich den Antrag auf den Tisch bekommen habe, muss ich mich dem Kollegen Tönz schon anschließen und sagen, die Sinnfrage stellt sich schon ein bisschen. Er gliedert sich eigentlich in zwei Teilen, nämlich einmal den Themenbereich die Benelux-Zusammenarbeit und dann folgt letztendlich, der Kollege Tönz hat gesagt, Fleißarbeit, ich würde mal sagen, ein buntes Potpourri von allen Themen und Themen, die gerade die CDU-Fraktion auch bewegt hat im Europaausschuss in den letzten 5 Jahren. Das geht da alles ein bisschen durcheinander, ist Kraut und Rüben. Trotzdem möchte ich natürlich sagen, dass zur Benelux-Kooperation das uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen ist. Deswegen haben wir ja schon 2015 als Koalitionsfraktionen hier einen eigenständigen Antrag eingebracht. Wir haben dafür gesorgt, ja auch, dass es eine Anhörung im Jahre 2016 im Europaausschuss gab. Die Landesregierung hat ja auch fleißig gearbeitet, unsere Benelux-Strategie vorgelegt und mit Leben gefüllt. Die wird gelebt, die funktioniert auch in der Praxis und hat endlich das getan, was vorher so in wirren Knollen immer durch die Gegend lief, endlich mal eine Zielorientierung gegeben in der Benelux-Kooperation, in dieser Strategie. In Ihrem Antrag wiederum sind aber letztendlich, ich will nicht sagen Banalitäten, aber es stehen Sachen drin, wo die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen aufgefordert werden, die eigentlich nicht mehr State of the Art sind. Ich sage mal ein Beispiel, das steht drin in Ihrem Antrag, wenn ich zitieren darf, Reaktorsicherheit. Die Landesregierung wird aufgefordert, alle Gesprächskontakte zu nutzen, um die schnellstmögliche Stilllegung der gefährlichen Atomkraftwerke Tihange und Doel zu erreichen, wo man sagen muss, ach was, was macht denn die Landesregierung? Haben Sie gar nichts mitbekommen? Natürlich tun wir das auf allen Ebenen. Die Landesregierung hat sogar einer Klage angeschlossen und die Gesprächskontakte sind intensiv. Da steht drin in Ihrem Antrag, die bestehende grenzüberschreitende Kooperation im Bereich des Hochwasserschutzes, insbesondere am Rhein, muss intensiviert werden. Ja, das läuft doch in aller Intensität und auf allen Ebenen. Da muss doch niemand hier irgendjemanden auffordern. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Das, was wir noch dazu zu sagen haben, nach Auswertung der Anhörung, haben wir in unserem Entschließungsantrag dargelegt. Das will ich aus zeitökonomischen Gründen und jetzt der Redundanz wegen, weil ich davon ausgehe, dass der Minister in der gewohnten Fachlichkeit und Souveränität gleich darlegen wird, welche Punkte stimmen und was nicht und was da aktuell auch von Seiten der Regierung läuft. Aber das können Sie natürlich da nachlesen. Im Ziel und in der Linie sind wir uns natürlich einig. Herr Kollege, wir sind hier eine Zwischenfrage der Kollegin von Frau von Böselager. Sehr gerne. Wasserschutz anbetrifft. Das sehen die Kollegen aus dem Gebiet aber ganz anders, dass das alles so easy going ist. Da hätte ich gerne mal von dir gehört, was denn da alles schon tatsächlich umgesetzt worden ist. Kollege, bitte schön. Ja, als Düsseldorfer Abgeordneter kenne ich natürlich den Rhein gut und kenne auch die Gespräche, die da laufen, auf kommunaler Ebene, auf Ebene der Bezirksregierung und auch von Seiten der Landesregierung. Ich glaube, der Minister kann das gerne noch mal weiter ausführen. Wir hatten letztens noch mal einen Bericht aus dem Umweltministerium, wo die Gesprächskontakte aufgelistet wurden. Aber natürlich gibt es da intensive Kontakte und Absprachen, dass es zu einem verbesserten kooperativen Vorgehen geht, gerade im Rheinverlauf, weil natürlich auch der Rhein ein klassisches europäisches Beispiel an den Grenzen nicht Halt macht und wir natürlich alle davon betroffen sind. Ich möchte ganz zum Schluss zu diesem allgemeinen Teil, zu dem bunten Potpourri, wie ich es gesagt habe, noch mal was sagen. Da steht ein Punkt drin, der mich auch sehr überrascht hat. Da steht drin, gegenüber dem Landtag, dass Ihre Forderung, dass die Landesregierung gegenüber dem Landtag und der Öffentlichkeit muss mehr Transparenz über die europapolitischen Aktivitäten der Landesregierung hergestellt werden. Dafür sind geeignete Konzepte zu entwickeln. Sie verraten uns natürlich nicht, welche in Ihrem Antrag. Ich kann nur sagen, als 2010 hier Rot-Grün angefangen hat, erst in der Minderheitsregierung und dann ab 2012 die Bestätigung durch die Wählerinnen und Wähler mit einer eigenständigen Mehrheit, kann man nur sagen, wir haben das ja genau das gemacht, mehr Transparenz geht doch gar nicht, wir diskutieren das immer. Sie können immer den jährlichen Bericht sehen über die internationalen Aktivitäten der Landesregierung. Wir haben die europapolitischen Prioritäten im Koalitionsvertrag aufgesetzt, wo jedes Jahr wir auch im Ausschuss diskutieren, wo die Landesregierung hingeht und sagt, das ist nach Auswertung von dem Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission die Schwerpunkte für dieses Jahr. Das diskutieren wir immer. Alles ist da nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was da an mehr an Transparenz noch sein soll. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr und deutlich fokussiert als alles das, was 2005 bis 2010 hier in diesem Bereich passiert ist. Ich glaube, mehr kann man da nicht leisten. Bei den Europaschulen auch genau das Gleiche. Fordern Sie mehr Engagement. Ich weiß nicht, was wir da noch mehr tun müssen. Auch außerhalb dieses Formats sind wir natürlich da schwer unterwegs. Insofern
Also leider werden wir Ihren Antrag ablehnen. Die Sinnfrage bleibt auch am Ende meines Redebeitrags bestehen. Aber wir sind uns in der Grundlinie, das wollte ich eigentlich, als Sie vorhin die Frage gestellt haben, doch sagen, in der Grundlinie sind wir uns einig. Die Wertigkeit der Benelux-Kooperation, die Wertigkeit und die wichtige Rolle der Euregios sehen wir genauso. Und in der proeuropäischen Linie stimmen wir doch auch überein. Insofern hoffen wir, dass wir zum Ende der Legislaturperiode, vielleicht noch bis zum Mai, noch mal zusammen in der Richtung ein Signal gemeinsam aus dem Landtag senden können für ein starkes Europa und für eine starke und engagierte Arbeit dieser Landesregierung, dieses Parlaments in europäischen Zusammenhängen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld.